Willkommen bei Star Wars. Ja, ich bin euer Captain Rex. Captain Rex, ein Klonkrieger. Ich habe mir mal hier diese Maske besorgt. Auf die Kluft. Grüßt euch erstmal. Ja, ich bin halt heute mal Captain Rex. Captain Rex, der Klonkrieger, der mal seine Maske hier hin tut. Ah, Captain Rex. Captain Rex von den Klonkriegern. Und ich grüße euch total recht herzlich in dieser Kulisse. In dieser Kulisse wollte ich schon immer mal verweilen. So, meine lieben Freunde, wenn ihr so zwischendurch so ein Piepen hört, ihr kennt das ja, auch Studios wurden halt mit diesen komischen Gebern da ausgerüstet. Und jetzt habe ich hier ziemlich hohe Beleuchtung. Und dann kann schon mal sein, dass ihr da so ein piependes Geräusch hört für diejenigen, die da irgendwas hören und immer was zu sagen haben. Also Captain Rex, ja, meine einer, ich habe auch Kluft, aber die habe ich jetzt nicht an. Ich wollte euch total recht herzlich begrüßen im Jahre Dezember des Herrn 2018 im Star Wars Universum. Ja, im Star Wars Universum in dieser Kulisse. Ja, Freunde hört sich gut an, aber wir sind nun mal Star Wars Freunde und keine Freunde. So, wir wollten an sich was mit Star Wars machen. Nun, mittlerweile nach über 40 Jahren müssen wir mal fragen, welcher Star Wars Fan bist denn du eigentlich? Star Wars Hollywood 1, 2 und 3. Star Wars Hollywood 4, 5 und 6. Star Wars Hollywood 7, 8 und 9. Merkt ihr schon? Das ist Hollywood. Ja, das ist George Lucas, J.J. Abrams und den anderen vergessen wir. Alan Johnson vergessen wir da, der hat da die Spaltung durchgezogen, aber er kriegt halt eine neue Trilogie ab 2021. So, Disney reibt sich die Hände, weil Disney hat es geschafft, Disney hat alles richtig gemacht, hat also richtig das Geld zurück und hat noch Rendite und alle sagen, super, mach weiter so. So, einen Captain Rex werden wir wohl nicht mehr sehen. Wenn wir Glück haben, vielleicht in der einer Realserie, dass er da vielleicht mal auftaucht oder so, glaube ich aber nicht, weil die da doch einen ziemlichen Mischmasch jetzt vollziehen wollen. Ja, bei Disney ist jetzt aufgefallen, dass die Realserie, die Ende 2019, also heute in einem Jahr, bei Disney Plus auftauchen wird, dass da doch aus allen gezogen wird. Deswegen frage ich euch ja, welcher Star Wars Fan seid ihr überhaupt? Zeichentrick? Mittlerweile YouTube, Disney oder halt The Rebels, viele sind Rebels-Fans, ja, wo auch an sich bei Rebels einer zwar Klontrooper war, hier unser Captain Rex mit seiner Mannschaft, aber da schon Stormtrooper-Sachen trug, er hatte sein Alter, deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache einen auf Captain Rex in seinem hohen Alter, wie er da bei Rebels aufgetreten war. Also richtig stabil, Glatze, Vollbart und dann die Stormtrooper Halbuniform an, beziehungsweise als Torso-Schutz, ja, nackten Oberkörper griff er da an und machte da und war da tätig bei Rebels. Ja, The Rebels ist gut angekommen. Alle vier Staffeln, also die Leute haben, also die Jugendlichen zwischen 10 und 15, die haben es richtig gemocht, Rebels. Bei Resistance weiß man es noch nicht, das ist ein bisschen heillos durcheinander, da muss man gucken, wie Disney Channel damit umgehen wird und wann Disney Channel das einspeist. Im Moment halt 9:30 Uhr samstags bei XD. Und das wird sowas von unterbrochen, dass man gar nicht weiß, ist es nun zu Ende, geht es nun weiter. Naja, ist halt so, muss man durch. So, Star Wars kommt halt jetzt in 390 Tagen, ist Star Wars da. Und da wir ja sozusagen eine Dezember-Geschichte hier hochfahren, sagen wir in 365 Tagen ist Episode 9 nun da. So, ob das alles so wird, wie wir uns das vorstellen, wissen wir nicht. Im Moment tappen wir alle im Dunkeln, weil Disney nichts verlauten lässt. Man sieht nichts, man hat zwar ein bisschen Häppchen, aber wirklich Häppchen. Oder hinter den Kulissen ein bisschen da, das war ja wohl gar nichts, aber egal. Aber jedenfalls hat Disney alles richtig gemacht und wir brauchen an sich gar nicht darüber reden. Ich möchte mich bei den Freunden bedanken, die bei Facebook dabei sind. Möchte mich halt bedanken, dass ihr weiterhin ja,
bisschen daherdümpelt mit Star Wars, dass ihr aber auf der positiven Seite seid und nicht auf der negativen Seite. Und ja, ich freue mich auch, dass man so langsam leer gekauft wird. Ja, heute war, wie gesagt, auch vieles da, die gefragt haben, weil die da diesbezüglich einige weihnachtliche Sachen haben möchten, weil die Ehemänner, ihr merkt schon, die Ehefrauen waren da, die Ehemänner hätten gern natürlich luxuriös. Das sagt die Ehefrau auch immer, kannst du dich nicht mal was Billigeres aussuchen? Denn Star Wars kann ganz schön mal teuer werden. Das ist halt so. Star Wars ist nicht gerade billig, Star Wars hat seinen Preis. So, und worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass wir weiterhin Freunde bleiben, Spaß haben. Und wie gesagt, ihr wartet jetzt nicht auf diese Sendung, weil diese Sendung ist halt nicht so, wie ihr euch diese Sendung schätzungsweise vorstellt. Mir macht es also viel Spaß, oder es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich nehme nämlich jetzt Abschied. Nehme mich Abschied von sehr vielen, weil das bringt alles nichts. Und Freundschaft hin, Freundschaft her. Wir sind Freunde von Star Wars. So, Freunde von Star Wars sind immer recht herzlich willkommen. Und wenn ihr euch sehen lasst, macht es richtig viel Spaß. Ihr dürft natürlich auch vor laufender Kamera. Hiermit möchte ich mich bei den Akteuren im Jahr 2018 mal bedanken, dass sie da waren. Es waren ja einige da. Und einige waren halt auch Gott sei Dank vor der laufenden Kamera. Ja, der Yoshi zum Beispiel und dieser Marco. Die beiden waren hier und fand ich sehr nett, dass sie mitgemacht haben. Aber halt, wie das so ist, müssen wir uns alle mal wieder auf ein neues Jahr. Jetzt sind die Wintermonate und es ist halt, ist nicht viel los. Also bei Star Wars ist nicht so viel los, dass man da jetzt eine Riesenmannschaft hier auffährt und darüber philosophiert. Kommt ja eh nicht viel bei rum. Ja? Der eine war mit 8 Jahren da drin, der andere war mit 18 Jahren da drin, der andere war noch gar nicht da drin, ist aber trotzdem Fan. Lego-Fan, ja, und so weiter. Es macht also schon Spaß mit euch. Ja, also ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr da wart, dass ihr euch habt sehen lassen. Es hat Spaß gemacht. Jeder ist jetzt auf seine Art. Der eine sammelt halt Fluggeräte, kauft bei De Augustini, so wie meine eine auch. Ich werde auch irgendwann anfangen, endlich meinen Falken zu bauen, dass ich den dann eben heute in einem Jahr ausstellen kann. Ist ja nun mal viel Arbeit, man muss sich erstmal ein bisschen Werkzeug noch besorgen. Ich habe vieles verbummelt leider, habe ich heute festgestellt, weil heute auch wieder einige Figuren doch gegangen sind. Beinahe wären auch die super teuren gegangen, aber die Ehefrauen, muss das immer so teuer sein? Ja, also verschenken kann ich das nicht. Star Wars hat seinen Preis und ist halt so. Es gibt ein paar Figuren, die sind 10 cm groß, kosten 2.500 Euro. Wer das kauft, Kabuki, ne? 2.500 Euro, ist ein bisschen heavy, aber ist halt so und ist klar, dass ich den nicht für einen 10er abgeben kann. Das geht halt nicht. Ja, als Captain Rex hätte ich schon Lust gehabt, etwas zu machen. Noch einmal, sollte einer diesen Videoclip durch Zufall sehen, Cosplayer werden gesucht, Leute, die also richtig gute Kluft haben, die auch mal vor die laufende Kamera und so weiter, über den Preis werden wir uns einig. Es ist auch eine tolle Geschichte angedacht gewesen für einen Cosplay-Film, 20 Minuten, der auf Festivals dann laufen sollte. Und zwar so ein Star Wars-Fan. Wie werde ich zum Star Wars-Fan? Also die Geschichte hätte man schon aufgebaut, das ist ganz klar. Und mit dieser Geschichte hätten wir dann wunderschöne Filme gedreht und wunderschöne Filme gemacht, beziehungsweise so einen 20-minütigen Film über einen Star Wars-Fan. Und den hätten wir dann auch begleitet und wie gesagt einen tollen Film rausgemacht und wären dann auf ein Festival damit gegangen. Können wir ja vielleicht, dieses ist nochmal im Raum geschoben im Jahre 2019. Wie gesagt, Freundschaften hin, Freundschaften her. Ich sehe Freundschaften anders, weil ich habe keine Zeit, irgendwo hinzukommen, darum irgendwelche Freundschaften zu pflegen. Ich bin ein Freund von Star Wars und Star Wars ist überall als Hörspiel, ja. Deswegen frage ich ja, was für ein Star Wars-Fan bist denn du? Na, die Hollywood-Geschichte, Zeichentrick-Geschichte, die YouTube-Geschichte jetzt mittlerweile, Rebels-Geschichte, ja, obwohl es passt alles. Disney hat jetzt das große Portfolio, wo er ziehen kann. Ja? Er kann den Zorn einbinden, er kann noch einmal auf Darth Vader gehen, ja, könnte er.
Also wie gesagt, Saw, Darth Vader, Mandalorianer, Boba Fett, kann halt ein, also alles geht. Zwei Realserien kommen, zwei Realserien, da können die alles einbauen. Hauptsache macht Spaß zuschauen. Wir müssen uns halt verabschieden von George Lucas, der macht es halt nicht mehr. Wir müssen uns abnabeln, wir müssen uns zuwenden zu Disney. Wir müssen mit Disney irgendwie zurande kommen. Und das macht ja auf eine Art schon Spaß, wie gesagt, okay, wir verfallen immer noch, deswegen sage ich ja, wir verfallen immer noch in Lucas, ja. Hörspiele, Darth Vader, Thorn, Universum und so weiter und so fort. Wir sind halt immer noch im Backstage-Bereich von George Lucas. Wir sind also noch nicht in der Front von Disney. So, im Jahre 2019 werden wir aber in der Front von Disney sein und müssen dann uns arrangieren mit Disney. Und da wird auch kein, wie gesagt, Captain Rex mehr aufkommen, da wird auch kein anderer aufkommen, da werden neue Sachen auf uns zukommen. Johnson zum Beispiel oder von Game of Thrones, die werden hier irgendwie eine andere Geschichte da irgendwie in Szene setzen. Und wenn Kathleen Kennedy, die auch unterschrieben hat bis 2025, sagt, hey Leute, die 10 Filme ziehen wir durch, 10 Filme, 2 Serien, also... Da kann ja eine Menge kommen. Gut, jetzt spricht man halt von Obi-Wan Kenobi, man spricht von Yoda, Boba Fett hat man irgendwie fallen lassen, von Han Solo spricht man ja gar nicht mehr. Wir müssen einfach abwarten. Wir müssen einfach abwarten, was Episode 9 uns bringt. Ja, da sind so viele Sachen drin, so viele filigrane Sachen, dass Amidala vielleicht wiederkommt und Anakin nochmal und nochmal die Szene, wie die sich da und ich weiß ja nicht, welche Erzählungen die da machen wollen. Ich weiß nicht, ob vielleicht Lea da irgendwann erzählt, wie das war. Kann sie ja gar nicht. Sie war ja selbst gerade frisch geboren und so. Also man muss mal so richtig drauf achten. Also mir ist es persönlich egal. Hauptsache ist Star Wars. Und macht Spaß, dann es gesehen zu haben. Es macht dann Spaß, es zu haben, in seine Vitrine zu stellen und zwischendurch rauszuholen auf großer Leinwand, sich es anschauen. Also wie gesagt, es war eine tolle Geschichte. Ich habe auch vieles angeboten, was halt nicht annehmbar ist, weil ihr zu weit weg wohnt. In München, in Nürnberg. Ihr seid ein bisschen zu weit weg, ne? Ist klar. Hamburg ist klar. Zu weit weg. Und wie gesagt, einmal im Jahr treffen in einem Kino. Ich meine, so dicke sind wir auch jetzt wieder nicht. Wir sind ja Star Wars Freunde, aber wir sind jetzt keine Freunde in dem Sinne, dass wir uns da irgendwie belagern, uns freuen, dass wir uns sehen, dass wir miteinander, das ist alles nicht so. Viele sind ja Cosplay-Träger, aber natürlich hätte ich ihn gern vor der Kamera, aber er ist in München. Ja. So, der andere ist in Nürnberg. Ja. Ja, der andere ist in Hamburg. Ja. Ein bisschen weit weg. Ich meine, für einen tollen Film zu drehen, natürlich könnte man das dann dahin fahren und da drehen, das nachher zusammen auf der Timeline zusammensetzen, daraus einen Film machen. Natürlich könnte man, aber wie gesagt, bringt ja kein Geld, kostet nur Geld und Disney ist der einzige Nutznießer, YouTube ist der Nutznießer dessen, ja, also ist halt so. So, ich wollte einfach mal in dieser Kulisse verweilen, deswegen habe ich das nochmal gemacht. Ich verabschiede mich auf diesem Wege. Ich hoffe, wir erleben uns auf irgendeine Art wieder in 12 Monaten oder halt irgendwie, na, wir unterhalten uns ja schriftlich bei Facebook. Wie gesagt, so visuell mache ich halt im Moment nicht, weil ich da mehr andere Sachen machen möchte, die mir noch mehr Spaß machen wie jetzt. Ich meine, Thema Star Wars macht unheimlich viel Spaß. Da kann man ja richtig eintauchen. Ja, Hörspiel, Zeichentrick, Realserie demnächst. Wow, da kann man ja richtig schwelgen. Ja. Und dann die ganzen Cosplayer in den Kostümen. Ich freue mich auf die Convention im April 2019. Diesmal in Chicago, nicht hier um die Ecke. Ja, ist halt so. Ne? An alle Hausfrauen, die ihre Männer beglücken möchten, denkt dran, Star Wars ist nicht billig. So, ich bin dann mal futsch hier, hab mal wieder lang genug Videoclips gemacht über Star Wars. Wie gesagt, das Jahr 2018 ist vorbei. Ich hätte mich tierisch gefreut, wenn jemand da mitgemacht hätte, aber naja, wie das so ist, ist halt nichts raus geworden, weil jeder hat ja genügend. Ja? Ich meine, ist halt, wenn man einen Film drehen will, muss man viel Energie einbringen, viel Zeit einbringen und man muss auch Lust haben, vor laufender Kamera was machen zu wollen. Nur da sitzen als Komparse kann ich auch so ein Mützchen da nehmen, ne? Also hier so ein Hütchen da,
Na, das ist jetzt mein Komparse da. So, und da brauche ich jetzt keinen einfliegen lassen da, der dann stumm sitzt und wartet, ist er bald fertig. Dann kann ich das auch alleine, oder ich beam mich selber da rein. Ne? Beam me up, Scotty oder so. Okay, meine lieben Freunde, das war Star Wars. Das war 2018, ihr merkt, 2018 war nicht allzu viel. Han Solo, Mann, der hätte jetzt kommen müssen, zu Weihnachten hätte der kommen müssen, wie so richtig Tam-Tam und was weiß ich nicht alles. Das hätte dann vielleicht so, ne, aber dann hätte man dann noch länger warten müssen, ihn auf Blu-ray und DVD zu bekommen. Ist auch klar. Ne? Also in 3D hat er mir schon gefallen. Nur wenn ich ihn immer wieder sehe, kann ich sagen, naja, Han Solo halt. Ne? Aber was wollen wir machen? Also ich bin Fan, nicht. Ich bin ein Freund von Star Wars, A bis Z, mir gefällt es. Manchmal nicht, dann sage ich es auch. Das habe ich ja auch laut gesagt. Ich habe diese sogenannten Hasser verstanden. Ich habe alles verstanden. Ich habe alles verstanden, weil ich mir alles angehört, alles angesehen habe. Ich habe das alles mal auf mich wirken lassen. Ja, die ganzen Zeichentrick. Resistance ganz neu mit diesem ganz neuartigen Zeichentrick da. So. Dann habe ich mir sehr viele Fanfilme angeschaut. Ja. Fanfilme, die sich wirklich Zeit, Lust und Laune, die wirklich viel Geld ausgegeben haben, um daraus einen Film zu machen. Also wenn man das alles sieht, was sie da gemacht haben, Hut ab. Das macht Spaß. So, das meine ich damit. Wir sind Freunde von Star Wars. Mehr nicht. Wir sind nur Freunde von Star Wars. Was anderes kenne ich nicht. Alles klar. Ich wünsche euch was. Bedanke mich total und recht herzlich, dass ich hier den Captain Rex machen durfte. Ja, ja, die Maske ist zu kaufen. Ist nur eine Maske hier, so ein Hütchen. Ja. Oh, Captain Rex ist das. Da wisst ihr Bescheid. Captain Rex. Oh, echt. Ich mag das immer, wenn ich solche Hüte aufhabe. Wie gesagt, die leben nicht allzu lange, die waren ziemlich schnell weggekauft hier. Ist halt so, ne? Captain Rex. Wie gesagt, Captain Rex oder Darth Vader oder Stormtrooper Helme sind meistens sehr schnell weg. Ich werde sicherlich irgendwelche wieder einholen, besorgen für irgendeine Sendung sicherlich. Ganz bestimmt, die ich dann natürlich mal wieder alleine machen werde. Aber ich werde mir mal ausdenken, dass es mehr Spaß macht, wenn ich auch alleine vor dieser laufenden Kamera sitze und über Star Wars sinne. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr überhaupt Lust hattet, mal dabei gewesen zu sein. Ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr hier wart, dass ihr hier gesessen habt und wie gesagt in die Kamera gesprochen. Ich bedanke mich, dass ihr überhaupt da wart, auch hinter der Kamera, dass wir uns an der Theke unterhalten haben und dass wir uns über Figuren unterhalten. Natürlich bedanke ich mich auch total recht herzlich bei den Kunden, die diese Videos sich anschauen und dann hier auch einige Sachen schon gekauft haben und sagen, geh mal hin zu ihm und red mal mit ihm darüber, der hat sicherlich irgendwas Tolles vorrätig, besorg mir das. Doch, zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ich habe Sondersachen, also Sonderbestellungen machen müssen. Das war eine tolle Geschichte. Es war eine tolle Geschichte mit Star Wars hier unter den Freunden gewesen zu sein, am Stammtisch, dann im Videoclub, also Filmclub. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich muss mich einfach bedanken bei euch, weil ihr wart top. Ihr wart echt top. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ja, jetzt ist das Jahr zu Ende. Und nichts ist los hier mit Star Wars. Mal schauen, was 2019 wird. Und ob es sich lohnt, vor der laufenden Kamera da irgendeine Action zu machen. Aber wie gesagt, in dieser Kulisse wollte ich schon immer mal verweilen und arbeiten. Wie gesagt, das Großraumstudio ist im Moment immer noch belegt. Das müsste an sich mal leergeräumt werden, um dann mal so richtig viele Action machen zu können. Also in dem Sinne, macht's gut und viel Spaß.